Leute, das hier ist der letzte Part, den ich auf DevPro aufnehme. Bisschen schade eigentlich, aber naja, muss sein, denn bei DevPro gibt es nach wie vor noch keinen Link und ich muss langsam, naja, mit Link anfangen auf diesem Kanal, mit Link-Duellen und deswegen werde ich nicht mehr auf DevPro warten. Wir werden beim nächsten Mal dann ein anderes Programm nutzen für die Duelle und dann mal schauen, was passieren wird. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch das egal ist, denn eigentlich ist es auch egal. Im Endeffekt sind es dieselben Duelle, nur mit aktuelleren Karten. Ja, ansonsten möchte ich heute eine Sache ankündigen, aber beschwören kann ich heute leider nichts wegen Hitzewelle. Aber Leute, ich habe Twin Twister, das ist schon mal ganz schön. Ich würde sagen, wir hauen uns Plague Spreader in den Grave oder Snow. Beides nett. Ich würde sagen Snow. Und dann machen wir die beiden Karten weg. Skill Drain. Oh Gott. Ich weiß, dass er Phantasma Spiral spielt, das war obvious, aber okay. Wir setzen mal die Karte, würde ich sagen. Und dann beenden wir den Zug. Wir dürften den größten Cancer überstanden haben, weil er hat kein Monster und kein Field Spell. Nevermind, er hat Desires gezogen. was wollte ich sagen? Ich möchte was ankündigen. Und zwar möchte ich ein neues Format ankündigen. Es geht um ein Testformat. Wenn es nicht bei euch ankommt, werde ich es wieder stoppen. Das liegt daran, dass ich halt nicht möchte, dass ein Format auf dem Kanal existiert, das einfach keiner sehen möchte. Aber ich möchte dem Format eine Chance geben, denn die Sache ist, ich habe ein Format, das sich um Anime-Karten dreht, das wisst ihr ja. Und das kommt extrem gut an. Das mögt ihr ziemlich gern, was ich auch sehr schön finde. Und ich hätte dafür gern ein Gegenstück. Und dieses Gegenstück, habe ich mir gedacht, könnte man mit Custom-Cards machen. Und dazu erzähle ich gleich ein bisschen mehr. So, aber erstmal muss ich meinen Zug hier machen. Will ich Raigeki machen? Wahrscheinlich sogar gar nicht. Mal schauen. Er kann mich eh nicht interrupten, wahrscheinlich. Weil er hat keinen Field Spell und kann deswegen auch seine Traps nicht von der Hand nutzen. So, und dann werfen wir Zephyros weg, bekommen Lilienkobra, bekommen jetzt eine unnötige Brilliant, aber das ist in Ordnung. Damit, so. Dann bauen wir mit den beiden erstmal einen Dante. Beziehungsweise wir können erstmal Brilliant machen. Ist eigentlich egal, die Reihenfolge. Ich darf halt nicht mit Dante millen, bevor ich Brilliant gemacht habe. Weil sonst könnte ich Garnet millen und das wäre gar nicht mal so geil. So, dann wollen wir den Clown haben und Garnet. Ja, die Custom Cards werden so funktionieren. Ich werde in jeder Folge 5 Karten vorstellen, die mir Zuschauer gemacht haben. In den normalen Folgen zumindest. Und die sind vollkommen zusammenhanglos. Also ihr könnt mir da Random Card quasi einschicken. Was ich aber vielleicht sogar noch öfter machen werde, sind die Special-Folgen. Und da werde ich mir Deck-Themen anschauen von Zuschauern, die komplett von einem einzelnen Zuschauer erstellt wurden. Da können bis zu 8 Karten drin sein in diesen Themen. Denn ich habe Angst, dass es sonst zu lang dauern wird, so eine Folge. Wenn sich herausstellt, dass die Folgen dann noch länger sein könnten, werde ich die Maximalanzahl für ein Deck-Thema noch erhöhen, nachträglich, nach ein, zwei Folgen. Aber das wird sich dann zeigen. Ich denke aber, 8 Karten sind genug für ein selbst erstelltes Deck-Thema. Und ich werde diese Deckthemen halt dann bewerten, sowohl vom Design als auch von, ja, der Balancedheit, schlechtes Deutsch, wie fair ein Deckthema ist, das ihr halt erstellt habt und so weiter. Ich denke mal, da kann man eine ganze Menge coole Sachen machen. RIP Seraphneed. Und ja, ihr könnt mir diese Karten einsenden. Und zwar könnt ihr das tun über eine E-Mail-Adresse, die ich in der Beschreibung hinterlassen werde. Und ansonsten noch auf meinem Discord. Und auf dem Discord wird es dann einen neuen Hashtag geben, sobald ich das meinem Typ sage, der sich um Discord kümmert, nämlich HannaCamp. Und da könnt ihr mir dann, ja, Custom Cards einsenden. Und ich werde wahrscheinlich den Hashtag auf dem Discord Hashtag Custom Cards nennen. Und da könnt ihr die Karten dann reinstellen und, ja, vielleicht auch Custom Cards von anderen Zuschauern, die da schon was reingestellt haben, kommentieren und bewerten. Ich denke, das ist eine coole Idee. Aber wie gesagt, wenn euch das nicht gefällt, dann stirbt das Format halt wieder. Bin mal gespannt, ob das gut ankommt. So, wir machen jetzt erstmal die Märchenschweif Schnee. Und banischen erstmal den Twin Twister, die Soul Charge, die Rotor, den Seraphneed, den JD, das hier. Was noch? Den Garnet. Okay. Emerald ist eh verboten, deswegen kann ich Garnet sowieso nicht recyceln. Das ist unmöglich. So, das machen wir nicht. Dann frisst er ein Raigeki. RIP.
Und dann bekommst du erstmal ein Omega ins Gesicht, würde ich sagen. Wobei ich gern Tsukuyomi bauen würde. Ich glaube, das ist mehr Wurf. Ja. Weil wir haben eine komplett tote Hand, mit der kann ich gar nichts mehr machen. Drei Scheißkarten. Aber ich werde natürlich so stark bluffen, wie es geht. Das ist ja klar. Damit er denkt, ich habe Strike Set oder so. Vielleicht gibt er dann auf schneller. Kann auch sein. GG schreibt er schon. Okay, JD. Ja, nur tote Handkarten leider, die dazugekommen sind. Aber das ist trotzdem mit Snow, glaube ich, GG, oder? Reicht das? Zack. Sieht gut aus. Ja, doch, das reicht. Ziemlich genau auf 0. 150 mehr, als ich hätte machen müssen. So, dann gehen die Brilliance weg auf jeden Fall. Dann geht Raigeki weg. Trotzdem natürlich noch nachdenken, was man wegmacht. Einfach um vielleicht einen Battle Fader zu umgehen. Wer weiß. Wäre immer möglich, dass er noch einen hat. Weil er komisch gespielt hat und den, keine Ahnung, behalten hat, weil er an Snow nicht gedacht hat. Möglich ist es immer, deswegen trotzdem immer nachdenken, was man mit Snow wegmacht. Nicht einfach das ganze Board removen und dann für Game angreifen. Das kann auch mal backfiren. Ansonsten war das ein cooles Duell gegen Phantasma Spiral, aber er hat leider nicht so viel gezogen. Na gut, ich hatte 3 Geki. Aber ich hätte es auch ohne brechen können, sein Board. Es wäre aber dann kein OTK geworden wahrscheinlich. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in Duell 2 und ich werde noch ein paar Worte verlieren zum Custom Cards Format. Und da sind wir auch schon im wahrscheinlich letzten Duell, das ich auf dieser Plattform führen werde, für eine sehr lange Zeit. Und ich würde gerne First gehen. Ich baue halt gerne was auf, aber ich gehe auch gerne Second. Eigentlich ist es egal. Beides kann ganz nett sein. So, mein Gegner hat kein extra Deck. Was spielst du? Das frage ich mich gerade. Monarchen vielleicht. Domain-Monarchen würden mir wehtun. Ich hoffe mal, es ist kein Trolldeck. Ohne Witz, auf Death Bowl laufen nur noch Idioten rum. Also zu 80% kommt mir so vor. Ich sehe sau viele Trolldecks irgendwie. Und richtig viele Anfänger. Ich weiß nicht, wo die ganzen Anfänger plötzlich herkommen. Aber merkwürdig. Okay, ein richtiger Dueller. Nice one. Wir spielen gegen Monarchen. Vielleicht werde ich ja mein letztes Duell auf Death Pool verlieren. Wäre ein bisschen schade, aber was soll's. Ist ja auch nicht so wichtig. Ja, ich möchte noch ein paar Worte verlieren zum Custom Cards Format. Und zwar hätte ich gerne, dass ihr mir die Quellen angebt zu den Karten, die ihr halt einsendet. Also, natürlich sollen die von euch stammen, die Ideen. Aber wenn es um Artworks geht, vor allem, ja. Damit ich weiß, wo ihr her habt. Weil das könnte sein, dass sie dann irgendwie, keine Ahnung, rechtlich an irgendwas gebunden sind, dass ich die nicht verwenden kann für ein Video, was weiß ich, kann ja sein. Oder dass halt das einfach nur aufs Ekelhafteste gerippt ist. Ich hätte gerne, dass ihr eigene Ideen habt, ja. Wäre sau cool, wenn ihr mir eigene Artworks zeichnen könntet. Das können aber die wenigsten, deswegen will ich das gar nicht unbedingt verlangen. Aber keine Ahnung, lasst euch was einfallen. Seid kreativ, fände ich cool. Wäre auf jeden Fall cooler, als wenn ihr jetzt irgendwelche gerippten Sachen da einschickt. Und jetzt habe ich ein kleines Problem, Leute. Der Kaios ist so ein kleiner Dorn im Auge. Ich setze erstmal den Zephyros. Na gut, mal schauen. Die Domain wird auf jeden Fall wehtun. Ansonsten ist es halt immer schön, wenn innovative Sachen ja durch euch entstehen. Also wenn ihr nicht einfach sagt, keine Ahnung, ich mache jetzt ein Deckthema, was zu 99% so funktioniert wie ein existierendes. Das ist nämlich Schwachsinn. Ich fände es cool, wenn irgendwas Innovatives dabei entsteht. Ihr dürft euch keine neuen Kartenarten ausdenken, also nicht irgendwie, keine Ahnung, pinke Monster, die nochmal was anderes sind als Link-Monster oder so. Das wäre blöd. Denkt euch was Eigenes aus, aber ihr findet nichts komplett Neues. Es muss sich schon an die Regeln von Yu-Gi-Oh! Halten und an die Kartenarten von Yu-Gi-Oh! Das ist mir recht wichtig. Ansonsten habt ihr eigentlich eine ziemlich große künstlerische Freiheit. Und ja, habe ich das schon gesagt mit den. Ja, doch, habe ich gesagt, mit den Folgen mit 5 Karten oder mit den Themendecks mit 8 Karten. Ja, wie gesagt, also es macht Sinn, wenn ihr auf Discord kommt, weil dann habe ich einen direkteren Kontakt zu euch. Ich hasse es, auf E-Mails zu warten, wenn ich irgendwas noch erfragen muss. Also, ja, es ist eine größere Chance für euch dran zu kommen, wenn ihr das Ganze auf Discord teilt. Und ich muss halt auch hochauflösende Bilder haben. Also, ich muss. Es gibt ja Kartendesigner, ja. Es gibt da ja Apps bzw. Internetseiten für, wie man sich selbst Yu-Gi-Oh! Karten designen kann. Benutzt sowas, ja. Damit einfach die Karten real aussehen und auch schön sind in dem Video. Irgendwie ästhetisch. Das wäre ganz nett. Nachbarsgras ist grüner. Alles klar, kann man mal topdecken, habe ich gehört.
Oh Gott, ja, die Domain hat mich so ein bisschen im Schwitzkasten gerade. Aber so ist das halt, ne? Was willst du machen? Moment, wenn jetzt eine Feddes gemillt wird, hilft mir das nicht. Denn die muss durch Mons-Effekt gemillt werden. Aber Snow ist eine Möglichkeit, ja? Ich habe eine Möglichkeit. Triple Snow wurde gemillt, alles klar. Das ist schon mal durchaus interessant. JD geht leider nicht. Und ich habe scheinbar keine vier verschiedenen Lightspawns gemillt. WTF. Ja, nein, ich habe zwei. Ich kann nicht mal mit Domina. Ach Mann. Das ist schade. Ja gut, machen wir es so. Wir machen eine Snow. Und dann kommt weg. Left Arm Offering. Garnet. Och nein, ich habe Garnet gemeldet. Das ist doof. Garnet wollte ich nicht melden. Na, vielleicht bekomme ich hier noch irgendwie ein Stack zurück. Mal schauen. So, ein Solemn Strike wäre mir eigentlich egal, weil ich kann das Ganze nochmal machen. Der primäre Monarch, der dürfte mir egal sein. So. Dann verdecken wir ihn. So, jetzt dürfte ich eigentlich Spezialbeschwörungen vom Extra Deck machen können. Wobei, nein. Er ist ja nach wie vor ein als Wut bespawnendes Monster, ne? Das heißt, ich muss die Karte erstmal umrennen. Aber das ist auch kein Problem. Dann wird es halt jetzt kein OTK oder so. Machen wir mal so. Und dann nehme ich mir einen Raiden. Beziehungsweise eine Layla ist geiler. Eine Layla ist geiler. Denn mit Layla kann ich ja die Domain umrennen. Stimmt. Machen wir es so. Dann ist die Gefahr gebannt und jetzt kann ich loslegen, endlich. So, und zwar kann ich jetzt erstmal Minerva bauen. Und dafür beten, dass irgendwas Schönes passieren wird. Na komm. Ich mach mal die Layla in den Grave. Wegen JD. Und ich habe ja schon mehrere Snow zum Grave. Malicious. Okay, das war ein ziemlich beschissener Draw. Oh Gott, was mache ich denn? Ich habe halt wirklich harte Ziegelsteine in meiner Hand. Das kann man schon mal festhalten. Ich könnte einen Trishula bauen und das werde ich wahrscheinlich auch tun. Dann kann ich den primären Monarch wegräumen, beziehungsweise die Idea. Glaube ich noch besser. Eine Handkarte und den Eidos. Ja, wir machen das. Ich hole erstmal die Blumenzwiebel. Vielleicht wird ja noch was gemillt, was Schönes dadurch. Nein, okay, schade. Und dann machen wir jetzt ein bisschen Minus. Beziehungsweise damit kann ich ein bisschen Minus umgehen. Weil damit kann ich die Lumina nochmal bouncen. Sorry übrigens, wenn ich irgendwie das Format ziemlich wir angesprochen habe und irgendwas wiederholt habe oder so, aber ich hasse es, wenn ich konzentriert bin, über ein Thema zu reden. Das ist so gar nicht meins. Aber gut, was soll's. Ich denke mal, ihr habt verstanden, worum es geht. Versucht mir einfach kreative Karten einzusenden und dann wird es bald eine Pilotfolge geben. Wenn die eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt, ich will jetzt nichts festlegen, dann ja, sieht's gut aus für das Format. Dann wird es wahrscheinlich einmal pro Woche kommen. Es sei denn, es macht mir plötzlich keinen Spaß mehr. Dann wird es natürlich abgesetzt, aber das ist bei jedem Format so. So. Machen wir das mal so. Ich denke nicht, dass ich die Brilliant nochmal nutzen kann. Und will ich was verdecken? Nö, eigentlich nicht. Und dann kann ich jetzt den Trishula bauen. Oder wird es mit Lightning irgendwie Game? Nicht so wirklich, nein. Trishula ist besser. Trishula ist auf jeden Fall besser. So. Nein. Ja, wir wollen die Idea verbannen, weil die, glaube ich, einen Grave-Effekt hat. Genau. Das wollen wir nicht haben. Weg damit. Dann wollen wir Eidos weghaben und noch eine Handkarte. Sturmkraft, okay, das war durchaus solide. So, und dann können wir den JD noch beschwören. Stimmt, an den habe ich gar nicht mehr gedacht. Kriege ich es noch irgendwie hin? Ich glaube, es wird Game. Ich glaube, es wird Game, Leute. Du hast 1000 Death, das ist kein Problem. Dann machen wir 2,7.
Dank Snow natürlich nur, aber das ist ja meistens so in Lightsworn, weil Snow einfach unfassbar broken ist, weil WTF. Machen wir Snow. Und dann kommt das weg, das weg. Dann können wir das wegmachen. Die ganzen Lightsworns sind jetzt eigentlich auch egal. Ich habe ja jetzt schon den JD draus, beziehungsweise es wird jetzt eh gang. Battlefader spielt er sowieso nicht. So, und dann machen wir noch ein weiteres No und drücken noch mal ein bisschen Schaden. Ich könnte jetzt natürlich mein ganzes Board wieder removeln, aber das machen wir nicht. Ganz so YOLO will ich jetzt nicht spielen, aber zumindest fast. Das kann noch weg. Und dann haben wir hier ein 1A OTK gedrückt. Okay, ihr seht schon, das Deck ist ziemlich stark. Ich werde dazu kein Deckprofil machen, weil es einfach nicht mehr up to date ist. Im Link-Format werde ich das vielleicht nochmal umbauen und dann so vorstellen, mit den Link-Karten drin. Das könnte gut sein. Ansonsten, schickt mir Karten ein, wäre sehr cool. Und bitte, um Gottes Willen, schreibt mir da nicht unter jeder Folge, wann kommt meine Karte endlich dran. Ich weiß, ihr wollt dann, dass eure Karten schnell drankommen, aber bei einer Größe von 27.000 Zuschauern könnt ihr euch vielleicht denken, dass relativ viele Karten eingesendet werden und es ist halt unwahrscheinlich dran zu kommen. Es ist halt so. Also bitte versucht die Vorfreude so ein bisschen zurückzuhalten und mich nicht die ganze Zeit anzuschreiben. Es kann auch jederzeit sein, dass ihr durch ein Raster gefallen seid, weil, keine Ahnung, das Deckthema nicht einfallsreich genug war oder weil was auch immer, weil ich die Kartenbilder nicht nutzen konnte für eine Folge. Also bitte versucht, gesittet zu bleiben, nicht die ganze Zeit zu spammen. Ich habe das wirklich oft gesehen bei den OTK-Rätseln zum Beispiel. Keine Ahnung, die Kommentare haben quasi nur daraus bestanden, wann kommt denn mein Rätsel endlich dran? Solche Kommentare will ich nicht haben, das bringt mir nichts, ja. Ich kann eh nicht jedem antworten und ihm sagen, dass es irgendwann dran kommen wird, vielleicht. Also denkt euch einfach meine Antwort, es kommt vielleicht dran, weil eine andere Antwort werdet ihr sowieso nicht bekommen können. Und wenn das Format scheitert, wäre es schade drum. Also wenn es jetzt irgendwie nur 2000 Leute sehen wollen, dann lohnt sich halt leider nicht, der Aufwand. Aber wenn, keine Ahnung, mehr Leute es interessiert und wenn es mir eine Menge Spaß macht und wenn viele coole Ideen kommen, dann wird das Format, wie gesagt, einmal pro Woche kommen und es wäre wirklich cool. Und wer weiß, vielleicht kann ich ja heute schon die erste Folge aufnehmen und dann Anfang nächster Woche bringen. Mal schauen. Bis bald. Tschüss.